Herzlich willkommen hier auf dem Poughkeepsie Network YouTube Channel. Heute für Gadget Plaza schauen wir uns ganz kurz mal das Nokia Lumia 925 an. Seit letzter Woche befindet es sich im Verkauf hier in der Schweiz. Deutschland ist auch noch nicht so lange her. Das neue Flaggschiff aus dem Hause Nokia. Und das wollen wir doch kurz mal ein bisschen genauer anschauen. Das Smartphone selber. Wie üblich heutzutage hier die kleine Nadel für den SIM-Karten-Slot. Diese herauszunehmen und wieder einzusetzen. Dann das übliche Papiergedöns, Anleitungen, Warranties etc. Unten drin ist zum einen das Micro-USB auf USB-Kabel für das Laden und Synchronisieren am Desktop-Rechner. Dann haben wir den Stecker für den Stromanschluss und zu guter Letzt natürlich die In-Ear-Kopfhörer, welche beiliegen. Und das war's von der Verpackung auch schon. Gehen wir doch gleich zum Telefon. Hier haben wir das Ganze. Was gleich auffällt, wenn man es in die Hand nimmt, es ist deutlich leichter. Es sind, glaube ich, 49 Gramm als der Vorgänger, der Lumia 920. Es ist kleiner, wie man sehen kann. Und vor allem, es ist dünner. Dünner, das hängt damit zusammen, dass hier nicht mehr auf den IPS-Panel gesetzt wurde, also das gleiche wie beim iPhone-Screen, sondern auf ein AMOLED, ähnlich wie es die meisten Samsung-Smartphones haben. Hat Vorteile, eben wie gesagt, die Dünne und das extrem tiefe Schwarz, hat aber auch Nachteile, dass die Farbtreue nicht mehr ganz so ist, sprich die einzelnen Farben nicht mehr ganz so naturgetreu dargestellt werden. Vielleicht vom Anschauen her, was sich geändert hat sonst, ist hier der Micro-USB, welcher vor unten war, genauso wie die Speaker links und rechts, die unten waren, die sind jetzt hier auf der Rückseite verbaut. Das hat damit zu tun, dass das Ganze jetzt einen Alurahmen verpasst bekommen hat. Wie beim iPhone ist hier jetzt die Antenne, WLAN und 3G, 4G-Netz ist außen eingebaut. Hat auch den Nachteil in dem Sinn, dass es nicht mehr steht. Der Vorgänger konnte man hinstellen. Hier braucht man unbedingt, wenn man es natürlich so aufstellen möchte, ein Stand, ein Dock für das Ganze. Schauen wir uns doch das Telefon ein bisschen genauer an. Oben habt ihr hier den SIM-Karten-Slot, daneben den Micro-USB und der 3,5 Klinkenstecker sowie das Mikrofon. Auf der rechten Seite die Lautstärke-Wippe, der Ein- und Ausschaltknopf und der Windows Phone übliche Kamera-Button für den Direkteinstieg in die Kamera. Unten sind die drei Tasten zurück, Windows und Suche und das war es auch schon. Hinten hat es wie üblich natürlich Kamera, PureView 8,7 Megapixel, ein Dual-LED-Blitz und wie vorher schon gesagt, hier unten der Speaker. Was ihr hier noch sehen könnt, ist für die Ladestation, vielleicht hier mal, so habe ich meinen Screen angeordnet, vor kurzem neu aufgeräumt. Mittlerweile habe ich es so angeordnet. Beim Screen selber handelt es sich um ein 4,5 Zoll Screen. Ist mit 1280 x 768 Pixeln und einer Dichte von 334 ppi ein AMOLED WXGA Gorilla Glass 2. Heißt, es ist stabil und schützt euer Smartphone natürlich. Im Inneren ist ein 1,5 GHz Dual Core Snapdragon S4 Prozessor, welcher unterstützt wird von 1 GB RAM und ihr habt standardmäßig 16 GB Speicherplatz. Es gibt Modelle mit 32 GB Speicherplatz wie der Vorgänger, diese werden aber in Deutschland zum Beispiel nur über Vodafone verkauft, sollen aber auch später noch sonst in Handel kommen. Die üblichen Verdächtigen, es ist ein Umgebungslichtsensor drin, ist ein Beschleunigungssensor, ein 3D-Lagesensor, ein Abstandssensor sowie ein Kompass mit drin, womit auch die ganzen verschiedenen Apps und die ganzen Möglichkeiten natürlich genutzt werden können. Wie schon gesagt, hinten ist eine 8,7 Megapixel Kamera, vorne ist eine 1,2 Megapixel, perfekt für Skype Calls und sonstige Voice-over IP Dienste. Für die Power sorgt hier drin ein 2000 mAh Akku. Wir konnten natürlich noch keine Langzeittests machen, das Ganze bleibt nur ca. 5 Tage bei uns, dann muss es leider wieder nach Hause gehen. Zum Gewicht, 139 Gramm, ist natürlich erheblich leichter als der Vorgänger, macht Spaß, liegt dennoch gut in der Hand, hat ein gewisses Gewicht, was schön ist. Die Größe,
129 x 70,6 und in der Dünne sind es 8,5 mm. Unser Fazit zum Nokia Lumia 920 findet ihr auf www.gadgetplaza.ch. Dort findet ihr auch die ganzen Details zu der neuen Kamera. Hier wurde noch eine sechste Linse mit reingebaut. Und wie sich das Ganze auf die Qualität und auf die Bilder auswirkt und was Nokia da sonst noch alles rumgeschraubt hat, das könnt ihr wie gesagt nachlesen. Euer Poughkeepsie für gadgetplaza.ch. Tschüss!